Pikmin 4. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play zu Pikmin 4, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Und ja, Pikmin 3 hatte mich damals schon sehr dolle begeistert auf der Wii U. Und dann wurde erst letztes Jahr Pikmin 4 so richtig angekündigt. Und seitdem freue ich mich besonders auf dieses Spiel. Nun schauen wir uns das gemeinsam an. Drücke einen beliebigen Knopf, machen wir. Und wir wollen natürlich den Abenteuermodus spielen. Lass dir in diesem großen Abenteuer von den Pikmin dabei helfen, auf einen unerforschten Planeten Gestrandete zu retten. Okay, dann los geht's. Okay, passt. Ein Spieler, ja. Let's go. Ich bin Captain Olimar. Mein Raumschiff ist die Dolphin. Diese Geschichte erzählt von meiner Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten und davon, wie ich gerettet wurde. Nach dem Absturz waren die Teile meines Raumschiffes in alle Winde zerstreut. Es gab für mich keine Möglichkeit, zu meiner geliebten Familie zurückzukehren. Ich dachte, das wäre mein Ende. Schöner Grafikstil, by the way. Doch dann stieß ich auf eine seltsame Spezies, die ich Pikmin nannte. Den Instinkt der Pikmin prägt, dass sie stets Gegenstände transportieren wollen. Erst ihre Hilfe ermöglichte den Transport fehlender Schiffsteile. Die Zeit verging und ich traf auf eine weitere rätselhafte Kreatur. Sie wirkte geschwächt. Daher habe ich ihr ein Leckerchen zugeworfen. Wir wurden dann schnell Freunde. Auf der Suche nach den Raumschiffteilen ist sie meine verlässliche Partnerin. Nun nähert sich die Suche ihrem Ende. Wir sind im letzten Gebiet angekommen, das es noch zu erkunden gibt. Doch was ist das für ein Ort? Geil! Etwas an diesem Gebiet unterscheidet sich von den anderen Orten, die wir bisher entdeckt haben. Wartet, wo lauft ihr denn hin? Hallo. Tschüss. Ist ja süß. Okay. Das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Ich sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach den fehlenden Schiffsteilen mache. Ist dies jetzt das Tutorial? Ich glaube ja. Okay, finde die Schiffsteile. Mit R kann ich mich umsehen. Nach vorn sehen kann ich mit ZL und bewegen kann ich mich mit L, also mit dem linken Stick. Alles klar. Die Zwiebel verhält sich auch seltsam. Ist ja mal interessant. So, was ist da jetzt? Hier habe ich doch Pikmin gesehen. Vielleicht verstecken sie sich hinter diesen Objekten. Wir sollten sie zerbrechen und einmal nachsehen. Beim Springen kann man Kraft sammeln.
Also X gedrückt halten. Dann gut zielen und mit voller Kraft sprinten. Okay, machen wir mal. Aber ich bin überrascht, dass Olima jetzt ein spielbarer Charakter ist. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt Anlauf nehmen und... Bäm! Sehr schön. Da sind schon mal ein paar. Pikmin! Ja! Die roten Pikmin, um genau zu sein. Gibt noch andere. Aha, ich wusste doch, dass sie hier irgendwo sein würden. Ich hatte einfach B gedrückt, um sie mit meiner Pfeife zu mir zu rufen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das hier funktioniert. So, zack, zack, zack. Oh, das geht eigentlich. Ja, kann man machen. Die Pikmin sind einfach sofort gelaufen, wenn ich nur wüsste, warum. Hm, ich notiere mir das besser in meinem Logbuch, damit ich es später nicht vergesse. Ja, notieren wir einfach mal. Man weiß nie, wann einem diese Informationen noch nützlich sein können. Hm, wie formuliere ich denn das am besten? Olima. Seltsames Verhalten. Als ich in diesem Gebiet landete, verhielten sich die Pikmin höchst seltsam. Sie stürmten aus der Zwiebel und versteckten sich sofort. Ohne sie finde ich die Dolphin-Teile nicht. Ich werde die Pikmin suchen und sie mit meiner Pfeife zurückrufen. Alles klar. Ich muss die fehlenden Schiffsteile finden. Wenn mir mehr Pikmin helfen würden, ginge die Suche meine hier schneller voran. Also suchen wir mal noch weitere. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier alles Tutorial. Aber ich denke mal, es wird nicht lange dauern. Hier sind zwar noch ein paar mehr. Warte, kann ich hier auch mal rufen? Zack, zack, zack. Wenigstens eine Pikmin sind wieder da. Genau, genau, genau. Gehen wir mal weiter. Hier zum Beispiel in der Vase. Oh, hier so ein Steckbrett. Ist ja auch ganz cool. Boah, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. So, warte. X gedrückt halten. Und bam. Haben wir gelbe Pikmin. Aha. Nehmen wir auch alle natürlich mit. Auch die halten sich hier am Hund fest, dass sie selber nicht laufen müssen. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Suchen wir unten weiter. Nicht nach unten sehen. Ja, okay. Da mit dem Ventilator komme ich wieder nach oben, würde ich schätzen. Also gehen wir mal hier unten lang. Bloß, dass jetzt hier kein Mensch bitte vorbeikommt, der uns dann platt macht oder so. Hier sind noch mal ein paar weitere. Warte, wie kann ich denn das Ding hier bewegen? Ja gut, okay, so geht es auch irgendwie. So, immer her damit, immer her damit. Sind noch ein paar weitere Pikmin da. Die sind ja hier alle verstreut. Einige Bilder hier auf dem Boden, okay. Einiges gezeichnetes, wahrscheinlich von irgendwelchen Kindern, würde ich jetzt mal schätzen. Hier kann ich gegensprinten, da sind noch ein paar mehr. Ja, komm, machen wir mal. Warum nicht? Bam. Geht das hier vorbei und dann haben wir hier blaue Pikmin noch weitere. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Mit X kann ich springen, genau. Ich kann nicht Spiel erkennen. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Scheint ein riesiger Ort zu sein. Laufen wir mal weiter. Wo war ich denn jetzt hier noch nicht? Ich war ja noch nicht unterm Tisch. Hier sind noch einige Gegenstände, die hier rumliegen. Da kann ich auch noch hin. Da sind auch noch ein paar. Hier kann ich nochmal gegensprinten. Okay, machen wir mal. Wo komme ich denn da jetzt hin? Auf den Tisch drauf. Ist hier noch irgendwie was? Nein. Aber hier bestimmt. Oh, was bist denn du? Eine Kreatur. Doch ich sehe hier kein Schiffsteil. Ob sie es verschluckt hat? Okay, jetzt wird das Kämpfen erklärt. Diese Stacheln machen es schwierig. Ich muss eine Lücke finden. Okay. Vielleicht sollte ich X gedrückt halten, damit wir Kraft aufbauen und zur rechten Zeit auf diese Kreatur zusprinten können. In der Zwischenzeit umkreise ich sie und warte auf eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Alles klar, okay, machen wir mal. Ich hoffe mal, es geht keiner dabei drauf. Hier vorne jetzt. Ja, jetzt. Warte, warte. Und, nein, nicht mehr. Oh, weg hier. Das Ding ist, jetzt kann ich... Warte. Zack und schnell. Wunderbar. Und dann greifen die Pikmin an. Sehr gut. So, her mit euch zu mir. Au. Da ist der erste tot. Der erste ist tot. Nein. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber es ist nicht so... Also, müssen wir durch. So, zack. Und bam. Und drauf da. Hammer. Sehr schön. Ein Pikmin ist leider dabei gestorben. Aber danke für deinen Einsatz. So, das Interstellar-Radio. Wir haben es gefunden. Damit kann ich endlich einen Notruf absetzen. Sehr gut. Speichervorgang. Yay. So, die Geschichte geht weiter. Ich hatte mein Interstellar-Radio wieder. Also sendete ich sofort ein SOS-Signal.
Mein aktuelles Logbuch schickt dich ebenfalls mit. Tage und Wochen vergingen, doch einen Monat später erreichte mein Notruf die Rettungscrew. Sie brachte sofort zu diesem Planeten auf, um mich sicher nach Hause zu bringen. Yay! Happy End! Doch leider hatte das Schicksal andere Pläne. Kein Happy End? Die Retter, die mir zu Hilfe eilen sollten, stürzten ebenfalls ab. Oh nein! Zwei Raumschiffe, die am gleichen Ort abstürzen, das ist großes Pech. Zu diesem Zeitpunkt schien alle Hoffnung verloren. Doch ein Mitglied der Rettungscrew war in der Zentrale verblieben. Ein Neuling. Du. Was? Ich? Ich? Und du bist meine letzte Hoffnung. Ich? Ach du Heilige. Notfalleinsatz. Ladevorgang. Rette die Rettungscrew. Wow. Rette die Rettungscrew. Wow. Dem Notfallprotokoll folgend wurde die Crew angewiesen, das Raumschiff unverzüglich zu verlassen. Die verstreuten Rettungscrew-Mitglieder zu finden, hat oberste Priorität. Erstelle deine Visitenkarte und brich unverzüglich auf. Okay, okay. Oh, meine Visitenkarte. Ich kann mir hier ein Charaktermodell erstellen. Das ist ja cool. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Ich nehme mal hier das hier mal. Dann kann ich mir jetzt... Ach du Alter. Okay. Wer passt denn hier am besten zu mir? Nein. Vielleicht. Na. No. Ich nehme Imchen hier, glaube ich. Obwohl der große hier aber auch irgendwie lustig ist. Ich nehme Imchen hier. So, dann. Ach du Heidi. Ach du Heidi. Was kann ich denn hier alles einstellen? Ist ja cool. Das ist ja cool. Die Frage ist nur, was stelle ich denn hier ein? Der guckt so grimmig. Ich will nicht grimmig gucken. Aber die anderen sind auch jetzt nicht so viel besser. Gucken, nehmen wir den. Nehmen wir den. Nehmen wir den. So. Ach so, Haare kann ich auch noch umändern. Das sieht ganz schön merkwürdig aus. Ah, aber okay. Aber ich glaube, die Haare, die sind... Ach, habe ich eine weibliche genommen? Warte, ich gehe nochmal kurz zurück. War es weiblich? Was ist, wenn ich jetzt den nehme? Zack, zack, zack. Ah, gibt es auch trotzdem das alles hier. Okay, okay. Ja, gut. Ach, spitze Ohren finde ich ganz cool. Ja, okay, okay. Ja, gut. Trifft alles nicht meinen Geschmack. Aber okay, nehmen wir das normale hier. Dann jetzt mal die Haarfarbe ändern. Ja moin. Gibt es nicht mal was normal? Dann nehme ich grün. Ich nehme einfach grüne Haare. Ganz einfach. Und dann auch einen grünen Anzug, oder? Oder einen blauen? Nee, grün. Wir nehmen grün. Wir nehmen grün. Ja, Name passt. Passt. Ja, genau. Bereit für den Einsatz. Das ist meine Visitenkarte. Das neueste Mitglied der Rettungscrew erhielt vor kurzem die Mission, die vermissten Crewmitglieder zu finden. Yay! Sehr cool. Da bin ich. Startklar. Aber das ist jetzt richtig cool, dass man da jemanden erstellen kann. Das ist super. Nicht nur mein eigenes Schicksal, sondern auch das der Rettungscrew. Liegt in den Händen eines unerfahrenen Neulings. Yay! Hey, ich habe schon Pikmin 3 gespielt, also so unerfahren bin ich nicht. Pikmin 1 und 2 habe ich zwar noch nicht gezockt, aber soll auch irgendwann mal kommen. Yay! Da sind wir. Hallo? Ist hier jemand? Nein? Okay. Dann gehen wir mal hier entlang. Warte, da hinten schläft der Hund. Aber ich will mich kurz umsehen. Finde die vermissten Crewmitglieder. Das habe ich schon kapiert. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Hallo du. Hallo du. Hallo du. Was bist du? Ein Wauwau? Ja. Cool. Mit zwei Beinen. Yay. Und der mag uns, glaube ich. Ja, der mag uns. Juhu. Ja. Otschen. Heimatplanet Gija, ein junger, loyaler Rettungshund, dessen Vorfahren schon die Shepard-Familie unterstützten. Dies ist seine erste Mission. Interessant, auch so eine Visitenkarte heißt das, dass er zu uns gehört, dass er hier nicht beheimatet ist oder so? Könnte gut möglich sein. Hallo?
Yay, Rettungshund gefunden. Ja, tatsächlich, er ist von der Rettungscrew. Ja, moin. Du hast den Rettungshund der Rettungscrew gefunden. Ochin, die verbleibenden 6 Rettungscrew-Mitglieder werden noch immer vermisst. 6 Stück? Ach du Eilie. Das ist eine ganze Menge. Aber er kann uns hier bestimmt hier und da ein bisschen helfen. Zum Beispiel hier. Kannst du das ein bisschen wegziehen oder vielleicht buddeln oder so, was Hunde halt immer gerne machen. Da ist auch jemand direkt. Da ist jemand. Hallo. Du hast einen Gestrandeten gefunden. Yay. Jetzt muss ich nur noch zu ihm kommen. Er braucht deine Hilfe. Das ist klar. So, gut. Dann kannst du da hiermit irgendwie was anfangen. Beginne sofort mit der Rettungsarbeit. So, zu mir. Und dann hier hinsprinten. Genau. Das bringt nichts. Aber hier kann ich... Ah, los. Aha, aha. Aber reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja, komm, komm. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Er schafft es, er schafft es, er schafft es. Er schafft es, er schafft es. Ja. Er hat es, er hat es. Sehr schön. Toll, die ganze Erde ist weg. Juhu. Und wir können jetzt so weitergehen. Wir können jetzt hier zu ihm trainieren gehen. Hallo. Wer bist du? Was machst du hier? Bist du das Ochin? Hallo? Den Sternen sei Dank. Ich war mir nicht sicher, ob mein SOS-Signal die Zentrale erreichen würde. Du und Ochin, ihr habt mich also gefunden und gerettet. Und zwar gemeinsam? Das überrascht mich jetzt schon etwas. Normalerweise hört Ochin auf niemanden außer der Anführerin. Ah, ich sollte mich wohl besser vorstellen. Ich bin Kommunikationsspezialist der Rettungscrew. Mein Name ist Colin. Hallo Colin. Heimatplanet auch Gija, genauso wie der Hund. Sorgt als Kommunikationsexperte für die Verständigung innerhalb der Rettungscrew und ist außerdem ein begabter Techniker. Gut zu wissen. Yay, ich habe Colin gefunden. Juhu! Fehlen noch 5 verbliebene Rettungsmitglieder. Genau. Wegen eines Erdrutsches bin ich hier nicht mehr weggekommen. Als ich so hungrig wurde, habe ich den Tiefstaff aktiviert. Du bist unser Neuzugang, richtig? Und dein Name war Galaxy Miner? Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Wie gesagt, war ich derjenige, der das SOS-Signal gesendet hat. Die anderen von der Rettungscrew. Tja, wir hatten eine unsanfte Landung. Als wir hier in der Planetenatmosphäre eintraten, verloren wir die Kontrolle über das Schiff. Was ist passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir waren zu 6 auf dem Schiff, doch wir wurden getrennt, als das Notausstiegssystem aktiviert wurde. Eigentlich sind wir gekommen, um Captain Olimar zu finden, der hier abgestürzt ist. Doch wir erlitten das gleiche Schicksal. Das ist mir jetzt fast schon ein bisschen peinlich. Meinen Informationen zufolge ist unser Raumschiff, die Shepard, irgendwo in diesem Bereich hier gelandet. Allein konnte ich sie allerdings nicht erreichen. Aber vielleicht finden wir jetzt ja gemeinsam eine Möglichkeit. Und wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg dorthin auch noch einige unserer Kollegen von der Rettungscrew. Das wäre cool. Ah, bevor ich das vergesse. Das hier ist für dich. Dein offizielles Rettungscrew-Tablet. Darüber teilen wir Informationen. Zum Glück habe ich immer ein Ersatztablet dabei. Drücke Dings, um dir unsere Mission anzusehen. Okay. Mission. Diese Funktion kannst du jederzeit nutzen, wenn du wissen möchtest, welche Aufgaben die höchste Priorität haben. Es gibt noch weitere praktische Funktionen, aber ich kann sie erst installieren, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat. Im Moment ist für dich nur wichtig, dass du jederzeit nach oben drücken kannst, um dir deine Mission anzusehen. Falls nötig, kannst du auch Minus drücken, um per Schnellauswahl andere Funktionen zuzuweisen. Ah, passt schon. Rette die Rettungscrew. Du hast Colin den Kommunikationsexperten der Rettungscrew gefunden. Doch wo sind die restlichen Mitglieder der Rettungscrew? Genau. Und dann gibt es hier Visitenkarten, okay, Aufzeichnungen und die Karte gibt es hier. Alles klar. Und jetzt lass uns aufbrechen, um die Shepard zu finden. Ja, unbedingt, unbedingt. Die wollen wir unbedingt heute noch finden. Das wäre schon ganz gut. So, kann ich dich auch hier rufen? Nee. Aber gehen wir mal weiter. Gehen wir mal. Ach, du läufst so oder so schon herum. Aha, okay. Da hinten ist die Shepard. Kann das sein? Doch, das ist die, oder? Ich würde mal schätzen, ja. Da ist sie, die Shepard. Ich kann das Schiff sehen. Doch ich weiß nicht, wie wir es von hier aus erreichen sollen. Aber irgendwie kommt mir die Umgebung bekannt vor. Ich erinnere mich an etwas. Es ist gleich da vorne. Los, gehen wir. Okay. Können wir nicht einfach hier über einen Stein drüber kraxeln und dann sind wir da? Nee, wir müssen außen rumlaufen. Oh, okay, gut. Dann ist es so, laufen wir mal weiter. Ah, er hatte schon versucht. Ah, okay, okay, gut. Die Pflanzen dieses Planeten sind, was weiß ich. Was ist denn das da? Seht nur, da drüben. Da
Das große Loch im Boden. Wenn wir nur einen Weg dorthin finden würden, dann könnten wir endlich zur Shepard gelangen. Dann los geht's. Wir können auch hier rüber springen, oder? Nein? Springen können wir nicht? Können nicht springen. Sei vorsichtig und sieh dich mit R gut um. Ja, das tue ich. Aber wir können... Ey, da, diesen Sprung schaffst du doch. Nee, es gibt keine Taste zum Springen. Leider nicht. Leider nicht. Aber was ist das hier? Wo ist ein Hündchen? Hündchen. Hier. Kannst du das ausgraben? Tatsächlich. Das ist genau das Richtige für Rettungshunde. Sie tun nichts lieber, als im Boden zu graben. Oh ja. Typisch Hunde. Bravo, Hündchen. Das bisschen Erde hält dich nicht auf. Fast geschafft. Ja, da ist es. Oh. Ein Durchgang. Da sieht man mal wieder, warum Rettungshunde unser ganzer Stolz sind. Hm? Ist das hier genauso ein Loch wie das andere, das wir gesehen haben? Gut gemacht, Ojin. Ich würde sagen, wir springen da mal rein. Vielleicht? Möglicherweise? Ich frage mich ja, ob die beiden Löcher unterirdisch miteinander verbunden sind. Bestimmt. Das sieht man ganz schön... Das sieht ganz schön tief aus. Nun, es hilft ja nichts. Wir werden wohl einfach den Sprung hinein wagen müssen. Ja. Achso, ernsthaft, ja. Ein Mitglied der Rettungscrew muss Gefahren mutig ins Auge sehen. Ich wünschte nur, es wäre nicht so finster. Ja. Ich will mich kurz hier nochmal umsehen, aber gut, hier ist auch nichts weiter. Dann würde ich sagen, rein hier. Betreten. Let's go. Juhu! Höhle des Anfangs. Ebene 1. Okay, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Jui! Hallo? Eine Höhle. Oh, was ist denn, Ojin? Er scheint uns etwas mitzuteilen zu wollen. Vielleicht befindet sich jemand von der Rettungscrew hier unten. Möglicherweise. Gucken wir uns mal um. Aber noch sehe ich hier nichts. Ne, hier ist schon mal nichts, Sackgasse, genau. Gehen wir mal weiter. Was leuchtet denn da hinten? Da leuchtet irgendwas. Da sind Gegner, aber... Die lassen wir mal ganz in Ruhe. Achso, da ist ja jemand. Von der Rettungscrew, wahrscheinlich. Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. Hör zu, das da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew. Bemühe dich um einen guten Eindruck, Galaxy Miner. Apropos Eindruck. Einen guten Eindruck macht sie jetzt nicht unbedingt. Viele Vorfahren der Chefin waren auch Anführer, also... Jetzt ist nicht der richtige Moment für eine Geschichtslektion. Schnell, tut etwas. Okay. Ich würde mal sagen, ich mach mal hier die Vasen mal kurz weg. Keine Ahnung, was da ist. Gucken wir mal. Hallo? Weil mit denen kann ich es jetzt eher weniger aufnehmen, würde ich sagen. Wo ich hingehe? Weg. Nö. Ich lasse ja nichts. Achso, da geht's dann hoch. Okay. Das heißt, der Hund kann vielleicht doch sich mit den Kreaturen anlegen. Das kann gut möglich sein. Probieren wir es einfach mal aus. Einfach mal. Und? Zack. Und bam. Oh ja, sehr schön. Komm wieder zurück. Und. Ah, du kannst auch einfach so loslaufen. Passt auch. Oh ja. Ja, ja, okay. Die waren doch sehr einfach. Ich dachte, die sind ein bisschen schwieriger. Aber okay. Du kannst runter, Anführerin. Puh, jetzt können wir uns etwas entspannen. Chefin, wir haben uns um die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst wieder runterkommen. Das war kein Moment zu früh. Vom langen Festhalten sind meine Arme schon ganz taub. Jetzt schön langsam. Okay. Hallo? Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? Das gleiche sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. Und wen haben wir denn hier? Wir haben uns doch beim Training getroffen, um mich erneut vorzustellen, Anführerin Shepard. Hast du etwa Ojin den Befehl gegeben, diese Kreaturen anzugreifen, Galaxy Miner? Eigentlich hört Ojin doch nur auf meine Befehle. Tja, da hat sich das ganze Training wohl ausgezahlt. Weißt du, als ich dir das erste Mal beim Training sah, hatte ich so das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Danke. Dann, ja, Shepard, wieder von Gija. Rettungscrew-Mitglied der 99. Generation. Ist von Rettungshunden begeistert, seit sie als Kind von einem gerettet wurde.
Ah, okay. Du hast die Anführerin gefunden. Yay! Juhu, fehlen noch vier weitere. Wir haben die Anführerin der Rettungscrew Shepard gefunden. Mit ihr an unserer Seite können wir wieder Hoffnung schöpfen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Naja, ich weiß nicht. Ich möchte nicht unterbrechen, Chefin, aber wie hat es dich eigentlich hierhin verschlagen? Als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Ich sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und fiel hinein. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich hier in der Höhle umhergehört, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf. Moment mal, bist du in das Loch gefallen, das sich in der Nähe der Shepard befindet? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum stehen wir noch hier? Kehren wir wieder zur Shepard zurück? Ja, verstanden. Juhu. Stimmt etwas nicht? Stimmt etwas nicht? Du hast ja gar nichts gesagt, Kelly, meiner. Wenn wir etwas bestätigen, sagen wir bei der Rettungscrew, verstanden. Lass es uns mal zusammen probieren, ja? Okay. Verstanden. Ah, okay. Sehr schön. Das ist die perfekte Antwort. Neuen Tipp. Sieh dir die Shepard-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen über unsere Arbeit. Shepard-Dokumente, Aktualisierung, yay. Hier findest du Ratschläge von Anführern aus Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Wissen und ihre Weisheit sollen dich leiten. Ah, okay. Mehr gibt's jetzt hier noch nicht, aber okay. Gut zu wissen. Du kannst über dein Tablet auf sie zugreifen, wann immer du sie brauchst. Nutze sie also bei deiner Arbeit. Du darfst dich mit Ocean so gut, da du dich mit Ocean so gut verstehst, erkläre ich euch offiziell zum Partner. Ich werde ein Auge auf euch beide haben, um zu sehen, wie du dich im Umgang mit deinem Rettungshund so machst. Okay. Jetzt machen wir weiter. Ab raus hier. Ab raus hier. Ist ja nicht mal weit der Weg. Und dann sind wir gleich beim Schiff dann angekommen. Hier sind wir. Wie kommen wir da jetzt rauf? Da, dort bin ich runtergefallen. Oh. Zum Glück hast du einen Sturz aus dieser Höhe überlebt. Aber, wie kommen wir denn dann nun wieder rauf? Ich gehe mal hier in dieses Licht rein. Vielleicht kommt jetzt ja irgendeine magische Energie oder so. Untersuchen. Oder ein Luftzug. Das geht natürlich auch. Ah, wieder oben. Sehr schön. Ja, mal Galaxy Miner. Sei bitte vorsichtig im Umgang mit unbekannten Mechanismen. Du solltest sie nicht einfach so berühren. Da kann ich nur zustimmen, obwohl es in diesem Fall dazu geführt hat, dass wir die Höhle verlassen konnten. Yay. Wo er auch immer die Fahne gerade hat. Gut, Chefin, ich habe die Flagge der Rettungscrew aufgestellt. Ganz offiziell. Und jetzt der Bericht zur Höhlenerkundung. Wir haben eine Person gefunden und gerettet. Bei unserer Suche trafen wir auf keine weiteren Individuen. Danke für den Bericht. Dann erkläre ich die Erkundung dieser Höhle für beendet. Diese Erfahrung war eine gute Vorbereitung auf das, was uns noch erwartet. Von unseren Herren hängen Leben ab. Doch ich muss sagen, das war gute Arbeit heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Galaxy Miner und Ocean. Dass es die Chefin selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt. Ja. Colin, du wirkst irgendwie anders als sonst. Hast du vielleicht eine neue Frisur? Nein, eigentlich nicht. Aber ich war ziemlich beschäftigt damit, nun ja, am Leben zu bleiben. Ja, verstehe. Es freut mich wirklich, dass es dir gut geht. Ah, da ist sie, die Shepard. Juhu. Ist die funktionsfähig? Ich glaube, das gucken wir uns direkt mal an. Und wir können ja am nächsten Tag hier uns das hier mal ein bisschen umsehen. Kommt da etwa Rauch aus der Shepard? Das werde ich mir gleich mal einmal ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. Gucken wir mal. Und? Waren es die letzten Worte? Nein. Statusbericht. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand ganz kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist es zu reparieren? Ja. Ich habe eine Notfallabschaltung eingeleitet und ist jetzt alles stabil. Die Triebwerke lassen sich zum Glück reparieren. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepard vollständig geleert. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olima zu suchen? Ja. Yep. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, in Captain Olimas Logbuch etwas gelesen zu haben, das uns alle retten könnte. Ah, hier ist es. Seht euch das mal an. Yay.
Schätze, nach eingehender Untersuchung der glänzenden Objekte auf diesem Planeten kam ich zum Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann, doch die Suche nach dem Dolphin-Teil muss Priorität haben. Okay. Dieser Logbucheintrag ist eindeutig. Aus den glänzenden Objekten, die wir auf diesem Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Wenn man damit die Shepard reparieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja wahre Schätze. Ich bin ja noch skeptisch. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Wir haben also eine neue Mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. Verstanden. Mission, eine gute Energiequelle. Wir können auf diesem Planeten befindlichen glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammle so viele von ihnen wie möglich, damit die Shepard wieder Energie hat. Wenn es nun gelingt, Schätze zu finden, brauchen wir auch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. Das könnte die Beagle übernehmen. Ja, aber darum werden wir uns erst im nächsten Part kümmern. Von daher, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ah, es geht noch weiter. Na toll. Jetzt müssen wir nur noch einen guten Platz finden, an dem sie landen kann. Wie wäre es da drüben? Doch noch nicht vorbei. Aber gut. Die Steine leuchten. Vielleicht ist das ja eine natürliche Steinformation. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Jedenfalls ist es der perfekte Ort für eine Basis. Bring die Biege gleich hierher. Die Biege hat den neuesten Standort erreicht. Den neuen. Gut, damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Und wie gesagt, das erst im nächsten Part. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Und wir sehen uns. Tschüss.